Du hast das Gefühl, dass du Brot und Nudeln nicht verträgst und denkst dir, vielleicht hilft mir da eine glutenfreie Ernährung weiter. Ja, das kann durchaus sein, aber Achtung, bevor du deine Ernährung umstellst, solltest du unbedingt einen Bluttest machen lassen. Denn wenn du jetzt anfängst, glutenfrei dich zu ernähren, dann sind gar keine Entzündungswerte mehr in deinem Blut messbar und dann weiß man nicht, was es tatsächlich ist. Denn Zöliakie zum Beispiel kann ganz viele unterschiedliche Symptome aufzeigen. Einige haben Depressionen, einige nehmen ab, haben Probleme mit der Verdauung, ob das jetzt Durchfall oder Verstopfung sind. Einige übergeben sich auch, andere haben wieder nehmen zu, andere sind schlaflos, Neurodermitis. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Symptome. Darum ist es unbedingt erforderlich, eine richtige Diagnose zu haben. Dann weißt du auch, wie du damit umgehen kannst. Denn außer Zöliakie gibt es auch eine Weizensensitivität oder einfach eine Glutenunverträglichkeit. Also, welche Werte du bei deinem Hausarzt checken lassen solltest, schreibe ich dir unten in die Beschreibungsbox. Wenn dich das Thema glutenfreie Ernährung, glutenfreier Alltag interessiert, dann stell sicher, dass du meinen Kanal abonnierst. Dann kriegst du hier ganz, ganz viele hilfreiche Tipps und ich freue mich auf dich. Also, alles Liebe, deine Aurelie.